ein kleines Zwischenfazit vom Abano Pass. Vom Start vom Abano Pass. Wow. Ja. Also die ersten Serpentinen sind schon eine Challenge. Das Problem ist die Absätze der Steine. Momentan ist es gerade schwierig zum Filmen, weil es sind sehr viele so Taxi runtergekommen, wo halt Touristen auf und runterfahren. Und die Straße ist nur an wenigen Orten, wo man ausweichen kann. Darum muss man das Fahren priorisieren und das Filmen halt zurückstellen. Aber wir werden hoffentlich noch ein paar gute Szenen bringen. Ja. Und du? Ja, bis jetzt ist es noch okay. Kommt gut. Ich bin dran. Ich bin der Roger. Es ist heiß. Es wird wieder 33. Und die nächsten Tage noch mehr. Und wir flüchten jetzt in die Höhe. Das ist schön an Georgien. Man kann die Temperatur so sich selber ein bisschen aussuchen. Wir haben wieder ein bisschen Respekt heute. Wir gehen jetzt auf oder über den Abano Pass. Abano Pass. Wir probieren es mal. Mal schauen, wie weit wir kommen. Ja. Ja, mal schauen. Weil wir, ja, es ist wie überall. Man hört immer so viele Storys und es ist gefährlich und. Und ich glaube, dann macht man sich einfach zu viele Gedanken, weil das halt unser Daheim ist. Und wir hier drinnen leben. Dann ist man eh noch ein bisschen vorsichtiger, als wenn man ein Mietauto hat. Und ja, ich glaube, wir hören einfach nur immer die schlechten Geschichten und wir gehen jetzt mal schauen und werden wieder berichten. Wir machen uns jetzt selber ein Bild. Genau. So, jetzt geht es los mit der Tusheti Road. Die erste Kurve vom Abano Pass. Zwischenfazit auf 2700 Meter. Kommen wir langsam folgen. Und wie ist es so bis jetzt? Viel weniger schlimm als erwartet. Weil die Strassen sind relativ gut. Es hat viele Ausweichmöglichkeiten. Und wenn man nicht runter schaut, ist es ganz okay. Es ist schon sehr steil. Also vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Wirklich der Anfang, der Einstieg ist wirklich noch. Der ist happig. Aber nachher ist ganz okay. Ja, die ersten paar Serpentinen und dann ein paar enge Stellen mit ein paar Wasserfällen und so. Aber seitdem ist es eigentlich passlos. jetzt langsam bereit. Heute gehen wir im Tusheti Nationalpark wandern. Und zwar von Upper-Omalo nach Dartlo. Das Wetter ist perfekt. Die Rosse sind auch bereit. Also, wir laufen leider ohne Ross. Habe ich das leider gehört? So ein Lastesel? Nein! Kommt nicht zum Fotografieren aus. Also es ist das Dartlo ist einfach nur mega schön. Es ist ein absolutes Highlight für unsere Reise. Ja. Das Dorf, das ist wunderschön mit diesen Schiefersteinhäusern, mit den Holzverzierungen an der Terrasse, also wow. Ja, es ist eine mittelalterliche Siedlung und wenn man hier durch die Häuser schlendert, fühlt man sich schon gerade ein bisschen in der Zeit zurückversetzt. Also wenn ihr mal dahinter sind, Tusheti Nationalpark, Dartlo ist ein Muss. Wir laufen jetzt langsam zurück und genießen den Nachmittag noch wieder so. Heiß wurde. Zurück von der Wanderung nach 5,5 Stunden, 1100 Höhenmeter. Die Wanderung selber war jetzt nicht die schönste gewesen, aber das Dorf, das ist ein Traum. Also das muss man besucht haben. Und wir haben wieder mal eine anständige Wanderung gemacht. Also von dem her hat alles passt. Und genießen noch wieder den Nachmittag mit dieser wunderbaren Aussicht. Und jetzt? Schuhe abziehen als erstes. Und dann? Ein paar Nestchen trinken. Also wir wollten zu dieser Ruine, zu dieser Burg von Diclo gehen. Und ich habe hier die Tafel nennen, die heisst, wir wollen eine spezielle Bewilligung haben. Ja, die haben wir natürlich nicht. Keine Ahnung, mit ihnen. Der Teil der Straße ist letztes Jahr verschüttet worden. Und da haben sie jetzt da alles müssen neu machen. Und das ist unglaublich, was sie da wieder für eine Arbeit geleistet haben, dass man da wieder perfekt durchkommt. Im ersten Teil der Rückfahrt haben wir souverän gemeistert. Wir kommen jetzt wieder auf den Abano Pass an, machen dort eine Pause. Erholen, alle erholen. Alle erholen, alle drei. Bevor es dann auf einen langen Weg oben runter geht. Yeah! Wir haben es geschafft. 4,5 Stunden und 58 Kilometer später, Abano Pass, check. Hin und zurück. Alles super gegangen. 1-2 Schweißmoment. Schon? Okay, er ist nicht zu unterschätzen, muss man schon sagen. Aber landschaftlich und Tusheti hinten, es lohnt sich. Absolut. Haben wir eine Empfehlung von uns. Aber man muss entsprechend ein Auto dazu haben, muss man definitiv sagen, weil sonst... Also, es geht selbst mit dem California. Aber mit dem modifizierten California. Genau. Ja, jetzt haben wir hier ein schönes Plätzchen am Fluss. Wir sind nicht ganz ins Dorf durchgefahren. Das ist länger für heute. Ja, ein bisschen abkühlen im Fluss. Wieso? Hast du schon heiß gehabt? Nein, aber jetzt ist es heiß. Jetzt haben wir wieder über 30 Grad. Nicht mehr in den Bergen.